Ja, hallo, liebe Sarah. Hallo Herzlich Nadine. willkommen. Ja, ich freue mich, dass wir Zeit haben, miteinander zu sprechen. Du gehst ja bald wieder auf Tour. Ich möchte kurz den Zuschauern hier erzählen, unsere Story. Du kamst damals, als du 19 warst, bei uns hier an mit deinem Pferd. Und hat es gerade entschieden, nicht mehr weiter auf der Uni zu sein und dein Leben zu verändern, weil das dir da nicht gut getan hat. Und es ging dir damals nicht so toll. Und dann warst du hier auf dem Hof bei uns und das war sehr, sehr schön. Und ja, und du und dein Pferd, ihr habt sehr viel gelernt und wir haben miteinander gelernt. Und was so besonders ist an der Story, dass wir nämlich zusammen den Kongress, also du hast mich da sehr viel unterstützt, den Kongress gemacht haben, meinen ersten 2019. Und ja, und jetzt fiel mir ein, hey, die Sarah, die ist doch immer so viel am Wandern mit ihrem Pferd und das wäre doch cool, dass du jetzt hier mit wieder dabei bist. Und deswegen habe ich dich eingeladen. Und ja, was mich sehr berührt hat und auch, ja, was ich gefeiert habe damals, dass du so mutig warst, mit deinem Pferd auf Wanderschaft zu gehen. Und du bist tatsächlich noch bei Schnee ausgezogen und mutig losgestapft. Und der Anfang war gar nicht so einfach für dich. Und ich weiß noch, wie aufregend das war für uns alle. So, jetzt ist die Sarah wirklich gegangen, jetzt ist sie unterwegs und dieser Schritt in sozusagen in deine nächste Geschichte hinein, in deine nächste Welt, um so viel Erfahrung zu machen. Ja, ich freue mich, dass du jetzt hier ein bisschen über deinen Weg mit dem Pferd erzählen kannst und ein bisschen so aus deinem Alltagsleben, deiner Wanderschaft. Und du bist ja kurz davor, dass du auch wieder losgehst. Ja, sei herzlich willkommen hier und wir freuen uns und ja, erzähl mal, wie war das? Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen, damals zu gehen, also zu laufen mit deinem Pferd? Das war ja auch ein Prozess, so eine Art Geburt, dass es dann zu dem Bild kam, hey, ich gehe jetzt wandern, ich laufe jetzt mit meinem Pferd durch Deutschland. Voll. Das war auf jeden Fall ein Prozess. Ich war ja, als wir in der Zeit, wo ich bei euch gewohnt habe, auch sehr, sehr gemeinschaftsorientiert und war so, hey, ich will eine Gruppe, ich will die Visionswegakademie, ich möchte ganz viel lernen und erfahren von der Welt und habe irgendwie gemerkt, so, okay, ich kann das in der reellen Welt nicht halten gerade. Auch sozusagen den Ort mitzuhalten, hat sich irgendwann sehr, sehr schwer angefühlt. Und dann kam mir irgendwann das Bild von der wandernden Gemeinschaft und war so, ah, so frei von materiellem Besitz. Und dann war ich so, okay, eine muss losgehen, eine muss es ausprobieren. Und es gab für mich dann immer mehr so Zeichen in meinem Leben, die darauf hingedeutet haben. Ich habe ein sehr, sehr wunderbares Buch von meinem Partner geschenkt bekommen. Das heißt Natur und Menschenseele von Bill Plotkin. Zu dem Buch habe ich inzwischen Workshops gegeben, Vorträge gehalten und immer wieder auf dieses Konzept aus diesem Buch, das Lebensrad der seelenzentrierten Entwicklung, darauf bin ich immer wieder zurückgekommen. Und genau, da gibt es eine Lebensphase der Wanderschaft. Und es hat voll resoniert bei mir zu merken, okay, ich weiß gerade nicht, wo ich hin will. Aber ich weiß, dass ich weitergehen muss. Ich habe eine Sehnsucht nach weiter, diese Kreise einfach zu weiten. Und dann habe ich gedacht, so, ich will aber die Verantwortung fürs Pferd tragen. Ich hatte ja schon bei euch sehr viel im Sommer getrampt und Reisen gemacht und so. Aber es war voll die Spaltung. Immer entweder das Hofleben mit dem Pferd und mit euch, mit der Gemeinschaft oder dieses Reiseleben, aber dann so unverbunden. Und das hat mich gestört und ich wollte irgendwie auf eine geerdete Weise reisen und meine Verantwortung, die ich habe, tragen. Und meine Verantwortung war in dem Augenblick tatsächlich eigentlich nur für das Pferd zu sorgen und selber zu überleben. Und
Ja, genau, selbst das habe ich ein bisschen herausgefordert am Anfang. War so, okay, das ist jetzt mein Todesmoment und mein Geburtsmoment. Und wenn wir das überleben, dann habe ich auch ein Recht auf der Erde zu sein. So war es, was in meinem Kopf so als Film war, als ich da auch rausgegangen bin bei Schnee. Und ja, wir sind jetzt 2 halbe Jahre auf Wanderschaft gewesen, mein Pferd und ich. Später ist noch eine Ziege dazu gekommen, eine kleine Babyziege, die wir dann mitgenommen haben. Inzwischen ist sie 2 Jahre alt. Ja, wir waren insgesamt, glaube ich, 400 Tage um den Dreh, waren wir draußen und haben draußen gelebt als Herde und es sollen weitere dazukommen. Ja, bei uns geht es in einer Woche los. Ja. Wow. Und das ist auch wieder ein ganz schöner Prozess, weil ich möchte den Schritt vom Laufen, also ich säume ja bisher. Das heißt, ich habe einen Packsattel und das Pferd und ich führe das Pferd am Strick. Und alles ist wie beim Wanderreiten, nur halt, dass ich nicht drauf sitze. Das heißt, ich habe auch einen Paddockzaun mit und kann den aufbauen. Ich habe ein Zelt dabei und kann draußen im Wald mit den Tieren schlafen, ohne, ja, ohne Probleme zu haben. Das mussten die auch erstmal lernen, also vor allem das Pferd. Der Cordelio muss das erstmal lernen. Und ja, genau, jetzt ist der Schritt für mich eigentlich in den Sattel zu kommen. Also ich würde gerne das Pferd reiten und zumindest streckenweise. Und das ist so mein Ziel, die Transformation weiterzugehen von der Wandererin. Die war ich jetzt 2 Jahre und das ist meine Lebensphase gewesen. Und ist es auch noch ein Stück, aber ich will zu meinem Archetypen kommen. Und das ist halt. Ich habe mehrere Visionssuchen auch gemacht in der Zeit und einer der Archetypen, der sehr stark war, war die Reiterin, also die Reiterin im Zeichen der blauen Blume, eine Art Vorreiterin zu sein für eine neue Welt, in Balance zu bringen, Dinge in Gleichgewicht zu bringen in der Welt und dieses Werden und Vergehen zu beobachten. Das sind alles für mich Attribute dieses Reiterin-Archetypus. Ja, genau. Vielleicht kann ich den wirklich materiell in diesem Wanderschaftsjahr ja, mich da verwandeln und sagen, okay, als ich angefangen habe, bin ich gelaufen und jetzt komme ich an und ich sitze drauf und wir sind in Balance und wir können diesen Berg hoch galoppieren und können das einfach und brauchen nicht viel, um Wanderreiten zu machen. Ja. Ja, und wie geht das denn ganz praktisch? Also, ich habe dich ja losreiten sehen, da hast du noch viel Zeugs dabei gehabt, Ja. also die alles vollgepackt bis oben hin. Und bist du jetzt so, dass du noch weniger Gepäck dabei hast, dass du dann auch noch Platz überhaupt findest auf deinem Pferd? Wie Ja. geht denn das? Also Also. ein Pferd kann 20% seines Körpergewichts tragen. Nee, genau, ein Fünftel, genau, 20%. Und bei meinem Pferd wiegt 500 Kilo, ein bisschen mehr, aber 500 Kilo. Das heißt, 100 Kilo sind quasi zum obendrauf legen. Das heißt, ich gehe mich mal von 70 Kilo, gehe ich von bei mir aus, mit Kleidung auf jeden Fall. Und dann bleiben halt noch 30 Kilo über. Da muss der Sattel drin sein, alles Equipment muss da drin sein. Und das ist der Rahmen, den ich habe, um jetzt quasi mein Pferd gesund auf eine lange Strecke reiten zu können, wenn der trainiert ist. Und ich würde sagen, ich bin in dem Rahmen zurzeit. Ja. Also es fehlt noch der Sattel und je nachdem, wie schwer der auch ist, darf ich nochmal anpassen. Aber in meiner Gepäckrolle hinten sind jetzt gerade 5 Kilo drinnen und an den Seitentaschen, glaube ich, auch nochmal 5 Kilo. Und ja, die Wasserflaschen, sagen wir 3 Kilo noch drauf. Also es ist nicht so viel und dazu eben noch der Mantel und die Kleidung und so. Also ich glaube, ich komme ganz gut auf meine 30 Kilo. Und mehr will ich auch nicht mehr drauf haben. Also ich werde auch am Anfang versuchen, gar nicht mehr drüber zu gehen, über die 30 bis 25 Kilo auf dem Pferd. Es macht auch keinen Spaß, wenn man zu schwer ist. Also lieber Gewicht zu Hause lassen. Und das
Am Anfang wusste ich gar nicht, was taugt. Also man wird immer leichter auf der Tour. Also man geht erstmal los und ich hab Übergewicht gehabt. Ich glaube, was haben wir darüber getragen? 60 Kilo? Ich weiß es nicht. Es war richtig viel. Ja. Das war ja gut, weil ich bin nicht geritten, ne? Aber ja. Locker hat der da 70 Kilo über den Berg geschleppt bei der ersten Tour. Und wir haben Ort für Ort haben wir Sachen zurückgelassen, aussortiert. Dann haben die Jahreszeiten gewechselt. Ich habe jedes Jahr jetzt nur ein Kleidungsstück gehabt. So. Also das ist echt schon mal krass, zu sagen, ich habe mein eines blaues Kleid. Ja. Davon kann ich gerne ein Bild zeigen, wenn ich den Bildschirm freigeben kann. Funktioniert das? Ja, ne? So, genau, das war mein einziges Outfit in dem Jahr. Ist doch schön, so ein Bild, oder? So. Wow, ja, du bist ja auch Barfußläuferin, das war ja auch noch sensationell. Wow. Ja, also ich bin ja noch bei dir auf dem Hof, da bin ich ja das ganze Jahr barfuß gelaufen. Und ich habe tatsächlich, ja, auch draußen geschlafen den Winter davor. Also die physische Nähe zu den Elementen war in dem ersten Wanderschaftsjahr die ganze Zeit gegeben im Winter. Ich war echt immer am draußen schlafen und habe meine ganze Ausrüstung vom Stall quasi einfach auf Packtaschen gepackt und mitgenommen und dann experimentiert, was brauche ich draußen. Und genau, das mit dem Barfuß. Ich bin auch, glaube ich, mit so Barfußschuhen los. Ganz wenig Schuhequipment. Und dann kamen ja diese krassen Tiefschneetage. Ja. Und es hat einfach nicht getaugt. Also es war komplett nass und ich habe dann einfach die Schuhe weggeschmissen, hat nicht geholfen, bin barfuß weitergezogen. Und an dem Abend bin ich an einem Pferdestall angekommen, irgendwo an der Schweizer Grenze. Und da hat der Besitzer mir dann einfach Schuhe in die Hand gedrückt. In meiner Schuhgröße. Und es waren solche richtig fetten, so Gletscherbesteigerschuhe. Ja, Wanderschuhe. Richtig krasse Icebreaker-Schuhe hießen die, glaube ich, auch. Und die habe ich dann erstmal getragen. Und es war für mich eine Riesenumstellung. Und dann irgendwann Ende April, da sind die Sohlen auseinandergefallen. Da sind die Schuhe komplett aufgelöst gewesen, weil ich die jeden Tag so weit geschleppt habe, dass die einfach zu Ende waren. Und dann habe ich die nächste Mülltonne geworfen, weil die waren ja komplett aufgelöst. Ja. Und bin wieder barfuß weiter. Ja, ich glaube, was kam dann? Der Frühling. Ja. Wahrscheinlich. Ich habe mir dann recht schnell wieder Schuhe besorgt. Aus dem Grund, dass ich in der Schwäbischen Alb unterwegs war und die Wege waren sehr, sehr kalksteinig. Also die waren ganz, ganz spitz. Es war ganz fein gekörnt und spitz. Und egal wie sehr ich Barfußlaufen auch liebe so und an einem Ort immer machen würde, beim Wandern, wo es darum geht, schnell vorwärts zu kommen und so einen Lauffluss zu entwickeln. Ja. Und wo die Untergründe auch echt teilweise sehr hart sind. Ja. Da ist es sehr klug, Schuhe zu haben. Und ich habe mir dann Barfußschuhe gekauft, bin mit dem Pferd mitten in die Stadt reingelaufen und habe mir Barfußschuhe gekauft. Und die habe ich auch noch, glaube ich, sehr glücklich. Inzwischen auch komplett aufgelöst. Aber es war super, weil die einfach ganz dünne Sohle hatten und keine Blasen gemacht haben, ich die ohne Socken tragen konnte. Sag mal, und der Cordelio, der war ja nicht wirklich scheusicher oder verkehrssicher. Der ist dann wahrscheinlich irgendwann total einfach mit dir gelaufen und auch in den Verkehr, in die Stadt rein. Ja. Und so, das war dann kein Problem mehr. Also ich habe ja noch, wie ihr auf dem Bild seht, noch diese kleine Babyziege mitgehabt. Ja. Cordelio und die Ziege haben einen Unterschied, der sehr spannend ist. Nämlich, wenn Cordelio Gefahr wahrnimmt für sich, fängt er sich halt erst an. Und wenn es dann zu groß wird, dann läuft er weg. Auch weg von mir. Ja. Wenn die Ziege Angst hat, dann läuft die zu mir hin. Das ist ihr erster Impuls. Und deswegen ist die Ziege auch frei. Und es fährt am Strick. Ah, ja. Weil
diese Tendenz dieser Ziege, einfach quasi auf einen zuzulaufen bei Angst, macht sie halt komplett verkehrssicher, weil ein Bauer knallt vorbei, die Ziege ist direkt bei Fuß. Ein Auto kommt vorbei, die Ziege weicht aus, so, und sie kommt zu einem hin dabei. Cool. Und ja, ich und Cordelio hatten jetzt auch dann im zweiten Jahr sehr unangenehme Situationen mit Autos, weil er im zweiten Jahr irgendwann eine Angst vor LKWs entwickelt hat, vor allem vor weißen LKWs, weil die wir teilweise Straßen begangen haben, wo 8 in der Reihe kommen mit großer Geschwindigkeit, mir auf dem Fußweg haben versucht zu laufen, aber die Reihe von LKWs brach nicht ab. Und das hat dann auch zu gefährlichen Situationen geführt. Mhm. Aber gerade am Anfang der Wanderschaft hat er angefangen, immer alles normaler zu finden und wurde immer entspannter mit Autos und Straßenverkehr und LKWs und so. Ja, also es kommt jetzt sehr darauf an, wie präsent ich halt führe. So wie der Straßenverkehr annehmen kann. Wow. Ja, einen viel spannenderen Prozess oder noch spannender finde ich tatsächlich das draußen alleine schlafen und der Prozess von ich verlasse meine Herde. Weil in der diesem besagten Tag, wo ich euch da verlassen habe, hat Cordelia vorher 1,5 Jahre mit Pferden zusammengelebt, die er wirklich sehr geliebt hat. Also hat er wirklich tief eingebunden in diese Herdenstruktur. Und das war ja vollkommen der Chaos-Tag, wo ich losgegangen bin. Also ich war sehr schwer bepackt, kannte mich mit dem Packsystem gar nicht wirklich gut aus. Es war am Tag davor angekommen, also keine eigene Erfahrung quasi damit gehabt. Ja. Aber fest entschlossen, 2. März, habe ich ja dir gesagt, ich gehe am 2. März. Und außerdem hatte ich ja Pläne und wollte zu meiner Permakulturausbildung am Bodensee. Und das waren ja nur 135 Kilometer, also für 9 Tage doch kein Ding. So war der Gedanke. Ja. Und ja, gerade die erste Nacht war krass, weil erst hat es total geregnet und dann kam ich immer höher und höher auf den Berg und dann wurde der Regen zum Schneesturm und mein Handy war nicht wasserdicht und ist mir direkt ausgefallen. Das heißt, ich war ohne Navigationsgerät, ohne Orientierung, irgendwo im Wald und es war dunkel. Und dann hat die Audiospur von meinem Navigationsgerät wieder eingesetzt und gesagt, und jetzt links. Und ich war so, ist hier ein Weg? Krass. Okay. Ja. Und dann bin ich dem hinterhergelaufen. Das Handy war ausgefallen, schwarzer Bildschirm. Aber die Audiostimme des Handys führte uns zum Treffpunkt. Nur am Treffpunkt, da war da keiner mehr, weil es schon mitten in der Nacht war. Ja, yeah. Ja. Und da hat ja der Hubi, also unser Hufpfleger, auf mich gewartet gehabt eigentlich. Genau. Aber ich habe auch das Tipi, was er mir anbieten wollte zum Schlafen, nicht gesehen und wusste auch nicht, wo es steht. Ja. Und habe dann einfach gesagt, okay, keiner da, ich baue hier meinen Zaun auf und habe meinen Packzaun fürs Pferd zusammengesteckt, das Pferd reingestellt im Dunkeln und es war kein Strom drauf. Und ja, und ich habe dann alle Sachen unter Planen verstaut und mich selber in eine hohle Eiche reingelegt. Und die Decken waren schon nass und mir war echt ganz schön kalt und Jacke war komplett durchnässt und ja, einfach da drinnen mich zusammengekarrt wie so ein kleiner Fuchs und so überlegt, was jetzt so gut ist oder versucht zu atmen und klar zu kommen und auf den nächsten Tag zu warten. Ja, wow. Und Cordelio hätte weglaufen können in der Nacht, so, weil der Zaun war ohne Strom. Er hätte sehr unruhig sein können, quasi mit der Situation, alleine im Wald zu schlafen. Ja. Und gerade in der Nacht hat er es nicht gemacht. So. Da waren diese ganzen Probleme, die ich schon von ihm kenne, von dass er im Kreis läuft die ganze Zeit, er hat es nicht getan. Es war auch ein krasser Schneesturm, vielleicht lag es daran. Aber wenn wir halt so zurückgegangen wären, dann wäre die Reise direkt abgebrochen gewesen oder beendet. Ja. Und vielleicht hätte ich nie den Mut gehabt, nochmal loszugehen. Und so, dass er einfach gesagt hat, okay, ich habe keine Ahnung, was das hier wird, aber ich bleibe einfach stehen und bleib hier. Ist das Abenteuer einfach in eine ganz neue Richtung losgegangen. So. Vielleicht braucht er auch Zeit, um das zu realisieren, weil später
auf dieser Wanderschaft hat er noch Situationen gehabt, wo ihn das schon gestört hat, allein zu sein. Und es ist immer, wenn man das Pferd neu dran gewöhnt, erstmal ein Prozess und man kann so mit 2, 3 schlaflosen Nächten kann man rechnen. Ja. Und bei jeder Herde, die wir verlassen haben, ging es halt schneller, aber es war immer noch ein Thema. Und dieses Jahr hatte ich ihn jetzt 5 Monate in einer Herde, die er auch mag, so. Er ist nicht ganz integriert, aber nach 5 Monaten, wer ist das schon so? Aber er kommt klar, er spielt mit denen, er hat die Pferde auch sehr gern. Und gestern war ich auf Wanderung mit ihm. Ich habe 18 Kilometer hin, 18 zurück in 2 Tagen. Ja. Eine Übernachtung. Und da habe ich ihn auf eine Koppel gestellt und er war sofort super ruhig. Und ich hatte selber gerechnet damit, dass er sehr unruhig wird und der Prozess quasi wieder anfängt. Aber es war nicht der Fall. Also er hat sich einfach selber auch abends direkt hingelegt und war entspannt. Ja. Also es ist auch eine besondere Fähigkeit, dieses als Pferd sich hinlegen können alleine oder als Pferd den Rhythmus für sich alleine bestimmen können und eben ja es relativ ruhig zu sein, ohne eine Gruppe. Ja. Und ich wünsche mir das nicht für Cordelio und trotzdem habe ich halt dieses Thema von irgendwer muss losgehen, irgendwer muss den ersten Schritt machen damit und Erfahrungen sammeln, damit eine wandernde Gemeinschaft und ein Zuhause entsteht. Ja. Ja, das ist sehr speziell. Irgendjemand muss losgehen. Wandernde Gemeinschaft. Ja, das braucht ja richtig viel Vertrauen, ne? Wir haben das ausprobiert mit Menschen, die uns gar nicht kannten vorher. Im zweiten Jahr habe ich gedacht, okay, Pferde alleine macht keinen Spaß und ich wünsche mir eigentlich auch was anderes. Lass es eine Gemeinschaft bilden. Und ja, unsere Gemeinschaft hatte echt schöne Seiten. So, wir waren zu dritt, 3 Frauen. 3 Frauen, 2 Pferde, 1 Ziege. Also sie hatten so einen schönen Dreiklang. Und wir waren komplett zu Fuß, also auch keine beritten oder so, sondern alle Pferde mit Fahrsattel. Und ja, es hatte sehr, sehr schöne Seiten, diese Gemeinschaft. Und wir kannten uns alle irgendwie auch noch nicht, deswegen war alles so aufregend. Aber es wurde sehr schnell emotional auch sehr, sehr anstrengend, so auf der gleichen Seite. Ja. Und wir sind dann einfach 6 Wochen eine Gemeinschaft gewesen und haben uns dann wieder aufgelöst. Und die nächsten 5 Monate von den 6 Monaten draußen habe ich dann alleine mit meinen beiden Tieren verbracht. Und wie war das dann, als da war dann 2. Pferd dabei, als du wieder mit Cordelio alleine warst? Erstaunlich so. Also ich hatte damit gerechnet, dass er sich schon, ja, dass er sehr unruhig wird und dass es ihn belastet, so weil er war mit dem Pferd dann wirklich unterwegs zusammen, auch wirklich ein Team. Das war schön, die waren super eingetunt. Ja. Und am ersten Tag war es ein Thema, aber es hat eh total krass geregnet an dem Tag. Und er hat es dann irgendwie wie losgelassen nach dem einen Tag. Und da hatte ich ihn halt im Stall, in der Box. So, da konnte er halt nicht weg. Ja. Und er konnte sich dann irgendwann entspannen, aber ich glaube, es lag eher an dem Ort, dass er davor so unruhig war, als daran, dass das Pferd gefehlt hat. Auf dem Weg habe ich es ein paar Mal gemerkt. Er hat ein paar Mal gewirrt und sie gesucht. Am Anfang wahrscheinlich dann, ne? Ja. Ja. Genau, aber er war relativ schnell wieder klar und hat losgelassen. Und das hat mir dann auch selber so Kraft gegeben, loszulassen, weil ich selber auch noch sehr gehangen hatte. Ja. An der Gemeinschaft. Ja. Und wie machst du das, dass du, also wenn du jetzt ganz nass bist und so, dann sind ja alle Sachen nass, hast du dann
geschaut die nächsten Tage, dass du irgendwo dann doch untergekommen bist, dass du durchtrocknen konntest, weil wenn es jetzt noch eine kühlere Temperatur hat, also ich würde da echt an den Rand kommen mit meinen, wenn Kälte und Nässe und dann die Schuhe nass und alles nass oder barfuß nass und dann das Pferd und alle Klamotten. Und also, es gibt ja auch Tage, wo es mal 2-3 Tage so durchregnet. Wie hast du das denn gemacht? Tja, ah ja, ich kann ja so schöne Bilder zeigen. Im Schwarzwald gibt es die großen Tannen, da wird man drunter nicht nass, da geht es gut. Aber die stehen ja auch nicht überall rum. Die stehen nicht überall rum. Ich mach mal schön. Weil da musste ich oft dran denken, ne? Weil, also ich bin da auch ein Sensibelchen. Ja, das ist unser Regenoutfit. Ah. Also ja. Man kann sehen, auf dem Pferd liegt eine Plane. Ja. Das heißt, erstmal ist nichts nass, was auf dem Pferd ist. Ja. An heftigen Regentagen war meine Regenjacke nicht stark genug, um den Regen auszuhalten. Das heißt, die Ärmel waren so durchnässt. Ja. Die Ziege hasst Wasser. Wie jede Ziege. Es gab eine Wundersituation, wo sie, ich glaube, an unserem dritten gemeinsamen Tag bin ich schwimmen gegangen und die Ziege ist hinterher in den Fluss gesprungen. Ja, ins Wasser. Ja, ins Wasser. Wow. Und ich dachte so, oh toll, eine Ziege, die schwimmen kann. War wunderbar, hat alles geklappt. Aber ab 3 Tage danach war Wasser für sie irgendwie uncool. Und dann war auch so eine Pütze ein Problem. So. Okay. Du musst keine nassen Füße kriegen. Und der Zauber der schwimmenden Ziege war vorbei. Ja. Also, wenn ich jetzt in Flüsse reingehe und das quasi die einzige Möglichkeit ist, mit mir Schritt zu halten, kommt sie auch noch mit. Aber sie beschwert sich schon. Oh, Sarah, nicht schon wieder. Oh, da ist sie noch ganz klein auf dem Bild. Guckt mal. Süß, oder? Ja. Ich habe ein Zelt irgendwann gekriegt. Also habe ich mir selbst zum Geburtstag geschenkt im Mai. Davor hatte ich kein Zelt. Mhm. Ja. Und das Zelt ist toll. Also man kann einfach ein Zelt aufbauen und dann hat man einen trockenen Raum. Man kann da rein. Ja. Sich dann nackt in einen Schlafsack legen und es warm. Ja. Und die Kleidung ist halt dann nass oder trocknet oder je nachdem, wie das Wetter sich verändert. Mhm. Die restlichen Sachen auf dem Pferd werden nicht nass. Ah ja. Und das Pferd muss den Regen aushalten und die Ziege darf mit ins Zelt. Ja. Also die Ziege glaubt auch, eigentlich wäre es ihr Zelt, weil sie ist immer die Erste, die quasi im Zelt ist. Wenn man das aufbaut und so halb steht, ist die Ziege schon drin. Ach, wie schön. Und dann legt sie sich erstmal rein und sagt so, okay, alles ist wie immer, mein Zelt ist da. Toll. Ja, und jetzt bereitest du dich vor und gehst dann schon bald auch wieder los, ne? Das ist dann schon, ist das schon das dritte Jahr? Ja. Mhm. Ja. Das ist das dritte Jahr, genau. Also Walz bei den Handwerkern ist ja auch 3 Jahre. 3 Jahre, genau. Und für mich fühlt sich irgendwie stimmig an. Ja. Das irgendwie so zu denken oder so als eine Walz zu denken. Und ich meine, es kommen auch weitere Lebensphasen mit Sesshaftigkeit und allem, nur noch kann ich es halt nicht, noch immer noch nicht ganz kreieren. Also ich hatte jetzt schon schöne halbe Jahre mit Sesshaftigkeit, auch ein sehr schwieriges. Das letzte war für mich sehr schwierig, weil ich von den Tieren getrennt gelebt habe. Ja, das wünsche ich mir nicht in Zukunft. Ja. Und dann das dritte Jahr. Und das wäre cool, wenn da auch diese Transformation zu einem neuen Archetypus entsteht. Ja. Ja. Und in diesem ganzen Prozess von Wanderschaft waren so, so viele Entwicklungsschritte auch im kulturellen Bereich für mich mit eingebunden und haben da quasi dadurch einen Raum gefunden. Ja. Mhm. Also ich wünsche mir tatsächlich, dass alle jungen Menschen die Möglichkeit haben, so eine seelenvolle Wanderschaft zu leben und dass das
diese ganzen Sehnsüchte irgendwie erstmal einen Ort haben, einen Raum haben, wo sie realistisch hinfinden. Wow. Und es ist, obwohl es sehr sehnsuchtsvolle Zeit ist, es ist keine einfache Zeit, auf Wanderschaft zu sein. Es ist körperlich sehr anstrengend, emotional sehr existenziell. Ich habe graue Haare bekommen. So. Also ich habe real, von dem ganzen existenziellen Stress, so hier vorne so ein paar graue Strähnen. Wow. Aber ja, es lässt einen einfach reifen. Und ja. Diese Reifung ist dann ein ganz anderes von Erwachsensein und eigentlich lehrt es einem auch quasi, wie man einsam ist, weil es auch die Wanderschaft im Kokon ist und es kommen Situationen, wo man immer wieder diesem Tod, dieser Einsamkeit und so einer ganz tiefen Gnade da drinnen, in dieser Einsamkeit, dieser Gnade zu leben und seine Grundmuster zu fühlen, der begegnen darf. Und am Anfang der Wanderschaft dachte ich, durch die Wanderschaft wäre ich sozial unkompatibel geworden, weil ich kam dann komplett erschöpft natürlich nach krassen Wandererfahrungen. Kam ich in meiner Permakulturgruppe an. Ja. Und ich kam mit keinem mehr klar und war so, alle meine Freunde mögen mich nicht mehr. Oh. Weil ich jetzt irgendwie so krass drauf bin. Und ich glaube, es gibt keinen schöneren Raum, um wirklich viel Wut zu integrieren. Als Wanderschaft. Auch gerne Wanderschaft alleine. Ja. Weil da verpufft die so in, also geht die so in so einen ganz weiten Raum rein. Wow. Ja, das ist dieses tägliche wirklich in dir ankommen, oder? Weil es ist gerade niemand. Da ist die Natur, also du warst in der Natur. Und klar, du hast die Tiere dabei, aber in diesem Jetzt, in der Verbundenheit und diese krassen Herausforderungen dann durch Wetter, Kälte, Natur, irgendwas. Ja, auch Kultur. Gerade Kultur. Straßenverkehr ist für mich einfach wieder eine Todesangstquelle gewesen. Ja. Berechtigterweise, weil es ist eine Lebensgefahr mit einem 500 Kilo Fluchttier, sich durch so einen Straßenverkehr durchbewegen zu wollen. Ja, ja. Da hätte ich manchmal einfach mir gewünscht, die Welt anhalten zu können. Und einfach zu sagen, stopp, wir gehen kurz diesen Engpass durch und dann kann die Welt sich weiterdrehen. Und auch so diese Fragen, so, warum haben wir die Welt so gebaut, wie sie ist? So, was ist der Sinn? Warum sind die Wege so, wie sie sind? Warum sind die Straßen so, wie sie sind? Warum, wo ist die Grundästhetik der Welt? So, wo begegnet mir die gerade? Und wo begegnet mir auch die Grundhässlichkeit der Welt? Und wie kann ich sie trotzdem verstehen lernen? Es ist so krass, weil je mehr ich auf Wanderschaft gegangen bin, desto tiefer kann ich auch verstehen, warum die Welt so geworden ist, wie sie ist. Cool. Und das, da war ich vorher so ein bisschen so wie ignorant oder... Ja, du warst da sehr weit weg. Also ja. Jetzt war... Ja, du hast dir so... wenn ich das so sagen darf, sehr viel noch zurecht geschönt, gemalt, wie deine Welt zu sein hat. Und wie ich dich jetzt höre und was ich wahrnehme, ist, du bist wirklich angekommen auf der Erde und kannst ganz viele Dinge viel mehr akzeptieren. Genau, du hast Verständnis für die Welt und für die Menschen, warum sie sind, wie sie sind, durch deine Wanderschaft. Oder? Ja, du begegnest halt jeden Tag anderen Menschen und mit ganz anderen Hintergründen und Geschichten. Also es ist immer so in allem einfach die Liebe wiederzusehen. Oh. Oder auch das Warum es ja auch gerade in der Welt, in der Kultur, wie sie entstanden ist, wie sie jetzt ist, zu sehen, warum das von unseren Vorfahren irgendwie ein liebevoller Impuls zu uns hin war. So aufzubauen, so zu gestalten. Ja. Und ja. Ich wünsche mir immer noch die Welt anders oder so, dass sie halt diverser sein kann, dass sie kompatibler ist für halt Menschen, die ein hohes Naturkontaktbedürfnis haben. Und gleichzeitig kommt so eine Achtung oder so eine Dankbarkeit für die ganz einfachen Dinge, wie eine warme Dusche. Ja. Oder mal einen Menschen mit einem Lächeln, der einem begegnet. Ja, und das schließt ja nicht aus, dass du die Welt verändern kannst.
Also, Ja. du, Erst wenn ich sie Sarah. angenommen habe, die, dann kann Genau. ich anfangen, sie zu verändern, bestimmt. Genau, das ist ja die Basis überhaupt. Ich habe jetzt öfter eine Ahnenmeditation gemacht in der Gruppe, in meiner Hostdialoggruppe. Und es ist so schön, wie viel Kraft und Impulse daraus entstehen, aus dieser Dankbarkeit, aus dem Respekt unserer Ahnen gegenüber und der Welt, wie sie ist, wie sie jetzt gerade ist, die zu akzeptieren und von da aus zu sagen, ja, aber wir können ja jeden Tag neu starten. Und du bist so jung, du kannst dir Leute suchen, machst du ja auch durch deine Permakulturausbildung und du bist ja schon lange auch auf dem Weg. Wie geht denn das? Wie können wir denn die Welt verändern? Und das ist so schön, wenn, also das gehört ja wirklich alles auch zusammen. Sie ist jetzt, wie sie ist und wir können ganz viele neue Dinge tun, erobern und uns ausdenken, um wirklich was zu tun und was zu verändern. Also da ist ja noch ganz viel Spiel möglich, ganz viel Spiel nach oben möglich. Es braucht halt die entsprechenden Menschen dazu, Genau, es die braucht so mutig sind, so wie du. Mut. Ja, es braucht Mut, auf jeden Fall. Mut kann ich abgeben, davon habe ich genug. Ich Sehr gut. kann ein paar andere Qualitäten gebrauchen. Ja, da ergänzen wir uns ja alle. Voll. Ja, schön. Ja, und wie ist deine Vision? Also du gehst jetzt das dritte Jahr auf Wanderschaft und da gehst du jetzt noch mal ganz rein, gibst dich da noch mal ganz rein, machst die Erfahrungen, die du machst und Ja. Also, der letzte Winter war hart für mich, weil ich quasi an dem Ort war, wo ich jetzt auch hinkommen werde. Und es war so ganz bürgerlich, ohne Tiere, in einer ganz normalen Wohnung. Und ich hatte keine Aufgabe, habe mich auch gesträubt, so gegen eine Aufgabe. Und war halt neu, komplett neu in dem Umfeld und dazu war halt noch ein Lockdown nach dem anderen. Also es war so wie so Krass. eine Ja. Erstarrung. Ja. Und ich habe die Türen, die überall waren, ich habe die auch einfach nicht sehen können. Also ich glaube, dass das schon von mir so einen, also ich habe das im Winter eh, weil ich sehr, sehr zyklisch lebe. Ich bin im Sommer draußen, das ist der Expansion, ne? Ich bin komplett unter freiem Himmel, ich bin nie drinnen im Sommer. Und außer ich bade mal irgendwo. Und dann im Herbst so kommen so Phasen rein, die so dunklere Seiten haben und auch dieses mehr drinne sein und so. Die Wanderschaft geht zu Ende. Und dann der Winter. Also ich hatte jetzt viel in den Wintern nach der Wanderschaft so eine krasse Erschöpfung, so eine richtige so Ausatmen und ich brauche jetzt aber nur Ruhe und Geborgenheit und mehr gar nicht. Und ja, das war dann irgendwie, waren trotzdem auch meine ersten Erfahrungen, sesshaft zu leben, alleine oder mit in der Paarbeziehung, in der eigenen Wohnung. Und die erste war sehr nach meinem Naturbedürfnis angepasst und die zweite war sehr an Alex praxisorientierten Leben Bedürfnis angepasst. Und genau, dieses im Winter so ganz in sich selbst hineinfallen, so das habe ich irgendwie nochmal, hat sich alles verstärkt durch die Pandemie auch noch und durch halt die Situation, die da waren. Und es war wie so ein ganz dunkler Kokon-Moment, also ganz so auch in einem schwarzen Kokon eingehüllt zu sein. Und ich gehe jetzt raus und guck mal, wie Sommer wird und bin dann gespannt, wie das sein wird, in diesem Zustand an einem neuen Ort oder am gleichen Ort sesshaft zu werden und dann da anzukommen. Weil ich glaube, ich werde jetzt diese Saat von letztem Winter, die wird sich verwandeln in diesem Sommer. Irgendwas in mir verändert sich was. Und ich glaube, dass ich nächsten Winter viel mehr Türen sehen kann und auch bereit bin dafür. Aus dem, also ich hoffe, dass ich bereit bin, aus dem Kokon als Lebensphase auch rauszutreten und jetzt in die nächste Phase zu gehen. Also auch an meine Kraftquelle zu treten. Genau, das kann ich euch auch noch mal zeigen, weil das ja, berührt mich halt immer so sehr. Hier, das ist das Rad der seelenzentrierten Entwicklung. Und hier wird man geboren.
Warte mal, ich sehe jetzt den Cordelio und dich nochmal auf der Wanderschaft. Meinst du ein anderes Bild? Siehst du das gar nicht? Nee. Das ist ja ärgerlich. Dann muss ich nochmal, kannst du das kurz stoppen und nochmal machen. So, jetzt sehen wir wieder uns. Hier, siehst du es jetzt? Ah. Gut. Hier, wo mein Cursor ist, ich hoffe, den siehst du, da wird man geboren und stirbt. Das ist die Schwelle des Ostens. Das ist auch ein Äquivalent zu Ostara, das ist das Fest des nächsten Wochenendes. Also das Fruchtbarkeitsfest. Und dann geht das Lebensrad in diese Richtung weiter. Und hier gibt es halt dann Phasen wie frühe Kindheit, mittlere Kindheit, frühe Jugendzeit, späte Jugendzeit, das ist die Wanderschaft im Kokon, meine Lebensphase. Und die Gabe an die Welt ist die Dunkelheit und das Mysterium. Und der zentrale Schwerpunkt, die Unterwelt. Ah. Und diese ganze Welt, diese ganze Naturwelt und Kulturwelt, all die ganzen mystischen Orte und Begegnungen werden zu Unterweltserfahrungen, wo du, wo Archetypen interagieren, wo du. Ja. Weißt du, ich konnte mir in jedem Dorf einen neuen Namen geben. Ich habe es auch gemacht eine Zeit lang. Mir war einfach danach, mein Tier jeden Tag umzubenennen und zu sagen, ah ja, das ist der Prinz. Und das ist Lieselotte. Ja. Und dann hatte ich mich auch nicht umbenannt und dann wurde ich angesprochen mit irgendwelchen Namen und ich habe mich gar nicht gemeint gefühlt und war so, huch, okay, das scheint nicht mein Name zu sein, weil ich habe schon wieder vergessen, dass ich hier jetzt gerade so heiße für diese Menschen. Ah, ja. Am nächsten Tag war ich wieder weg und konnte mir einen neuen Namen aussuchen. Gute Idee. Cool. Und das ist ja nicht nur mit den Namen so, sondern mit auch Persönlichkeitsaspekten. Wie interagiere ich mit wem? Ja. Was zeige ich von mir? Welche Geschichte erzähle ich? Ja. Eigentlich quasi ist es wie Trampen, nur dass du selbst mobil bist und aber die Ankunftsorte manchmal abfragen musst. Ja. Ja. Also wir trampen nur andersrum. Ja. Und genau, hier ist dann der Übergang von der frühen Jugendphase in die, von der späten Jugendzeit in die frühe Erwachsenenphase. Vom Wanderer in den Seelenlehrling an der Quelle. Und mal gucken, wann ich diesen Schritt gehen darf. Ja. Schön. Großes Abenteuer. Wow. Ja. Berührend. Bin sehr andächtig jetzt gerade. Oh. Ja, und wie ist die Ziege? Wie hast du die gefunden? Wie ist die zu dir gekommen? Das war ja schon ziemlich am Anfang, ne, der Reise. Ja. genau, das war am 5. Mai 2020 ist die Ziege zu mir gekommen. Ja. Ach Gott, ist das ein süßes Bild. Ja, das war wie mein Baby dann. Ne? Also sie war 3 Monate alt und gerade abgesetzt von ihrer Mama. Sie ist auf dem Ziegenhof aufgewachsen. Und ja, ich hatte 4 Tage Zeit. So eine Regenpause habe ich mal ausgesessen. Ah, ja. Zelt. Ohne Zelt macht man das, das ist sonst unangenehm. Und da war ich auf dem Ziegenhof und habe da einfach Zeit verbracht. Und irgendwann meinte der Bauer halt beim Abendbrotessen zu mir, dass er ja, wenn ich eine Ziege will, kann er mir eine abgeben. So. Und es gibt ja welche, die gerade geschlachtet werden sollen. Und ja. Dann habe ich mir die mal angeguckt und die war noch nicht in der Mast, also sie war noch nicht gemästet und wäre aber als nächsten Schritt dahin gegangen und wäre dann 1 Monat später halt geschlachtet worden. Und es waren 2 kleine Babyziegen, also Zwillinge, Alicia und ihre Schwester, ihre Zwillingsschwester. Und ja. Die waren super scheu, also habe ich gar nicht anfassen lassen. Und ich habe dann gesagt, okay, ich will denen eine faire Chance geben. Und habe dann meine Isomatte geschnappt, vom Pferdestall rüber in den Ziegenstall gebracht und habe dann
bei den Ziegen geschlafen. Einfach, um damit sie sich gewöhnen, weil sie konnten am Anfang gar keine Nähe aushalten zu Menschen. Und nach dieser Nacht habe ich die Alicia anfassen lassen von mir. Und dann habe ich sie genommen und rausgetragen und bin losgelaufen. Und sie lief hinterher. Und das war der zweite Tag. Aber sonst war noch ganz ein bisschen so unsicher. Und am dritten Tag habe ich dann das Pferd genommen und bin gelaufen. Und habe die Ziege wieder aus dem Gehege rausgenommen. Und die kleine Ziege ist mit mir in den Wald gegangen, ganz selbstverständlich, frei, einfach zwischen mir und dem Pferd gelaufen. Aha. War an meinem Bein geklebt, die war so richtig bei Fuß die ganze Zeit als kleine Babyziege. Und ja, ich hatte echt das Gefühl, dass sie wirklich wollte. So. Mhm. Und dann am vierten Tag, da hatte ich schon entschieden, die andere Ziege nicht zu nehmen, weil ich hätte zwar auch zwei Ziegen gerne gewollt, das war für mich nicht das Thema, aber die hat so gehinkelt und ich war dann ganz unsicher, ob die überhaupt, ob das fair für sie ist, wenn sie humpelt und vielleicht irgendwie eine chronische Krankheit hat mit den Hüftgelenken oder so, sie dann jeden Tag zu zwingen, 30 Kilometer zu laufen. Das ist ja nicht fair. So, und ja. Außerdem war die ganz anders vom Wesen. Also die war viel, viel durchsichtiger, die Schwester. Die war ganz so wie so ein Geistwesen geblieben. Auch scheuer, die wollte gar nicht so berührt werden. Die hat das auch Angst gemacht. Und die Alicia, die hat sofort in die Beziehung zu mir gestürzt. So. Und deswegen ja, war es für mich eine schwere Entscheidung, aber ich habe entschieden, quasi nur eine mitzunehmen. Ja. Und die Entscheidung musste ja auch erstmal getroffen werden. Also habe ich die Ziege aus dem Stall rausgesetzt, bin zum Pferd gelaufen, habe das Pferd gesattelt, habe mich umgeguckt, Ziege war noch da. Habe ich der Ziege gesagt, okay, Ziege, wenn wir jetzt am Haupthaus vorbeilaufen mit dem gesattelten Pferd, immer noch an meiner Seite bist, so, dann kannst du mitkommen. Dann bezahle ich dich auch. Du bist im Haupthaus gelaufen. Und ich war so ein bisschen so, ach bitte. Einfach da. Und dann, genau, durfte ich dem Bauern tatsächlich das Geld für die Ziege in die Hand drücken, weil sie ist eh mitgekommen. Ja. Das war echt schön. Sehr beeindruckend. Und dann war ich erst eine Mama. Ja. Wow. Ja, und die Pferde haben ja mit Ziegen, also ich kenne das, habe gute Erfahrungen mit Ziegen. Bei uns im Dorf gab es auch einen Nachbarort, einen Nachbarhof mit Pferden und Ziegen. Das ging gut, ne, mit Cordelio und ihr. Ja, also Cordelio ist der Chef, ne? Und das war ja auch ich weiß nicht, also ich glaube, er kann mit Ziegen persönlich jetzt einfach nicht so viel anfangen. Ja. Ja. Auch vor allem mit diesem winzigen Wesen, das sie damals war, konnte er wenig anfangen. Ja. Das Bild, das ist ja schon von August. Und im Mai war sie noch mal viel, viel kleiner. Und es gab Situationen, wo er sie einfach quasi am Kragen geschnappt hat und einfach über den Zaun geworfen hat, weil sie hat ihn genervt oder sowas. Ja, tatsächlich. Ja, also er war nicht so angetan. Oh. Aber in der Tierkommunikation hat Cordelio gesagt, dass Alicia so lustige Sachen oft macht, über die er sehr lachen muss innerlich. Und ich glaube, so lachen können Pferde ja, glaube ich, nicht so einfach ausdrücken. Und ich kann mir das schon sehr vorstellen, dass auch ein Cordelio über Sachen, die Alicia macht, lachen muss, weil sie sind echt lustig. Und ja, sie wird ja auch immer selbstbewusster, immer größer. Ja. Yeah, und inzwischen steigt sie auch mal auf die Hinterbeine, um ein bisschen so zu zeigen, so guck mal, Cordelio. Und dann spielen die auch so Schnappspiele miteinander. So. Also, es gibt so ein Video, wo Alicia so drollige 5 Minuten hat und auf so einem Trampolin rumhüpft. Und Cordelio außen ums Trampolin rumrennt und sich jagen quasi, während die Ziege auf dem Trampolin irgendwelche Purzelbäume schlägt, die quasi so das Pferd und die Ziege immer so interagieren und hin und her huschen. Wow. Ja, das ist ein lustiges Video. Also das war einfach cool, weil da diese Augenhöhe hergestellt war, weil die Ziege war so viel höher und das Trampolin. Ja. Dann konnten wir zum ersten Mal mit ihm spielen. Ah, ja. Ja. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, weil ich bin jetzt ja hier in Norddeutschland und
Genau, Cordelio hat hier auch bei der Silke Frisch-Branderup übernachtet. Und, übernachtet, überwintert. Also er hat hier den ganzen Winter verbracht. Ah, das war seine Winterherde jetzt bei Genau. Silke, Also ja. nicht ihre Pferde, nicht die Knappstrupper, sondern von der Nachbarin die Herde. Aber Ah. Silke hat ihn bewegt. Ich hätte mir das nicht vorstellen können, ihn einfach zurückzulassen ohne Bewegung. Ja. Ah ja. Und genau, deswegen ist er eigentlich ganz gut im Training und läuft schön. Und die Ziege nimmst du wieder mit dann auch. Aber erst Ja. ab Hamburg. Ich will jetzt erstmal zur Ostsee. Ziegen mögen ja kein Wasser. Deswegen habe ich gedacht, so komm, das ersparen wir uns. Komme ich erstmal mit dem Pferd an. Und zwar, also hier ist ja alles so die Region, wo ich als Kind aufgewachsen war, ne, bin. Also ich kenne diese ganzen Orte hier. Es ist wie so, also es ist schon so der dunkelste Punkt in meiner Wanderschaft gewesen letztes Jahr. Aber ich bin angekommen, wo meine Wurzeln eigentlich sind. Und es ist ja manchmal in der Vergangenheit einfach auch ein bisschen schattig. So, das kann man einfach nicht leugnen. Das ist zu einer Klar. persönlichen Reifung auch viele Todeserfahrungen dazugehören. Und ja. Schön. Und genau, mein einer Kindheitstraum war es immer mal mit meinem eigenen Pferd am Strand zu sein. Und zwar an dem Strand, an dem ich als Kind immer war und die anderen Menschen mit ihren eigenen Pferden gesehen habe. Und ja, der große Traum wäre auch tatsächlich da zu reiten. Aber jetzt gerade haben wir so ein Sattelthema. So, ich habe eine Woche vorm Losreiten halt festgestellt, dass der Sattel nicht mehr passt. Der Reitsattel. Mit dem Ja, der passt muss auch nicht passen mehr jetzt, ne, wenn dazu. du da länger drauf bist, dann. Genau, also jetzt muss einfach ein passender Sattel her oder ich nehme meinen normalen Packsattel wieder. Und wandere dann so lange mit dem normalen Packsattel, bis ich weiß, das ist der Sattel, den ich gerne möchte und der zu mir uns kommen soll. Genau. Also ich hoffe einfach, dass auf dem Weg was kommt, jetzt wo quasi das Tor in die Richtung sehr weit offen steht. Wow, dann wünsche ich dir mal alles Gute für deine nächste Reise. Alles Gute und Glück und Gesundheit, dass ihr gesund bleibt. Ja. Ja, und warte, ich hatte noch eine Frage. Ah ja, und du bist ja jetzt noch so jung. Was rätst du den jungen Menschen in deinem Alter? Also ein bisschen hatten wir das eben schon. Also damals warst du, hast du Abi gemacht, glaube ich, ne? Noch in Hamburg, nee, an der Ostsee, da zu Hause. Und dann wolltest du zur Uni und das war auch nicht so wirklich das Richtige. Also ich kenne sehr viele Menschen, sehr viele junge Menschen, die kommen ja dann auch hier zum Rufen, ne? Das sind ja manchmal auch so, ja, weiß nicht, was ich gerade machen soll. Abi ist fertig, aber zu Hause ist auch nicht mehr. Und arbeiten, gleich arbeiten ist auch nicht. Durch Corona kann man auch nicht so gut reisen gerade. Und dann bist du an der Schwelle, wo du einfach nicht weißt und auch der Beruf nicht ist. Und was, du hast jetzt schon gesagt, so eine Wanderung würdest du jedem empfehlen, ne? Also diesen jungen Menschen, die so. Dass diese Lebensphase der Wanderschaft, dass die einen belebten Rahmen findet. Ich glaube, das kann man am besten über das Thema Sehnsucht irgendwie regeln. Also auch nicht jeder Jugendliche kommt überhaupt im Kokon an. In dieser Lebensphase. Also manche bleiben vorher in einer anderen Welt quasi, in der Lebensphase davor, der Oase zum Beispiel, stecken. Das ist, glaube ich, was in der heutigen Kultur so ein bisschen das Hauptding ist, so Jugendlichkeit, Rausch, Shoppen, ganz viel Materielles. So, das ist so ein bisschen so die Pathologien der Oase-Themen, die toll sind. So. Also Peer Group, Sex and Society, also gleichaltrige Menschen, Sexualität und die Gesellschaft und auch die eigene ethnische Gesellschaft. So, das ist auch so ein bisschen ein Grund vielleicht für Rassismus oder so. Ist halt, dass der Mensch gar nicht in diese Reifung geht, wo er sich der ganzen Welt öffnet. Von dem eigenen Blickpunkt. Und da ist halt das Thema Identität halt unglaublich wichtig und im Wanderer ist es halt nochmal auf eine ganz andere Weise ganz, ganz wichtig. Also
Einmal ist es wichtig von, wie passe ich rein? Und das andere ist wichtig von, wie bin ich denn wirklich ich? Wie bin ich denn wirklich authentisch? Und es ist eine schwere Lebensphase, um da irgendwie jetzt von oben herab irgendwas zu beraten oder von außen was zu beraten. Also ich bin, obwohl ich versuche, die Lebensphase so gut es geht zu leben, bin ich immer mal wieder am Umkippen auch. Und das gehört eben wahrscheinlich in diese Lebensphase rein. Ja. Einfach mal abzutauchen und in die Dunkelheit zu kippen. Ja. Also typische Kokon-Symptome würde ich mal annehmen. Und einfach Sprachen zu finden für das, was davor geht. Also wir haben ja auch viel mit Archetypen gearbeitet auf Hofzarte. Ich arbeite sehr viel mit Typologien selber. Ja. Und da gibt es immer irgendwo Kreise, so wo man damit andocken kann, mit seinen seiner Sehnsucht, seinen Bedürfnissen, zu seiner Sprache. Und was halt toll wäre, wenn die Welt quasi überall so Oaseorte aufbauen würde, wo Menschen, die auf Wanderschaft sind, andocken können. Und weil halt die Oase, die Lebensphase davor ist, können sie die Sprache halt schon. Und sie können dann quasi in diese entspannte Oasewelt, können sie dann diese Dunkelheit und dieses Mysterium, diesen Zauber vom Kokon, können sie damit reinbringen. Schön. Und sie können auch, dass sie verschiedene Oasen kennenlernen und nicht nur in ihrer Heimatoase festhängen. Ja. Weil sie total viele Fähigkeiten kultivieren und lernen. Also gerade das Thema Lernen fällt mir immer noch richtig schwer, weil ich keine richtigen Rahmen finde, um zu lernen, was ich eigentlich lernen möchte. Und gleichzeitig schärft sich an dieser Spaltung, an diesem hier will ich hin, das habe ich, schärft sich so ein bisschen, was will ich denn wirklich? Und was, wenn alles leicht fallen würde, was würde ich dann überhaupt noch machen? Und da sind auch einige Entscheidungen getroffen und also vielleicht so an die Welt an sich erstmal, so bitte macht gute Wanderwege zwischen tollen Oaseorten und irgendwie jungen Menschen Mut, dazwischen auch zu wandern. Ja. Und jungen Menschen selbst halt auch den Mut zu sagen, okay, dann, wenn ich einfach nur in dieses Nichtwissen reinfalle, dann gehe ich auch los und lebe dieses Nichtwissen einfach mal. Ja, das hatten wir so oft auch in den Aufstellungen, das, was die Pferde immer sagen, habe Mut zum Nichtwissen, du musst nicht wissen, weil in der Tiefe weißt du, und aber nicht der Verstand weiß es gerade nicht oder deine Pläne sind gerade nicht klar. Und da zu vertrauen, dem Nichtwissen zu vertrauen, dass das die Magie des Lebens selber ist, also das war, was ich das letzte Jahr so oft beobachten durfte. Da warst du dann nicht mehr hier. Ich habe ja ganz viele Aufstellungen gemacht mit den Pferden in der Zwischenzeit. und das war so oft das Thema, dass die Angst vor den nächsten kleinen Schritten, dieses Losgehen, dass die Angst oft blockiert und dann gehen die Menschen nicht los. Und dann wird die Tragik aber richtig groß, weil dann kommen sie wie aus dieser Krise nicht raus oder aus ihrem ganzen Blockaden. Und was die Pferde immer sagen, ist, jetzt mach die ersten Schritte, mach ein paar wenige Schritte, aber geh los, sodass du dich selber erfährst, weil das ist ja wie eine Lebensschule, wenn du losgehst und du machst deine Erfahrung und kommst immer mehr zu dir und läufst dich sozusagen frei. Du läufst in dein Leben, du läufst in deine Zukunft und du bist im Jetzt. Und wenn du eben nicht wissen bist, bist du immer im Jetzt. Und das ist, finde ich, gerade ein sehr spannendes Thema. Das zieht sich auch durch den Kongress hier tatsächlich durch. Diese Suche nach der tiefsten Essenz, den Mut zur inneren Wahrheit, zur Intimität für dich selbst, nicht zu sehr sich außen abzulenken von, sondern wirklich diese Innenwelt, den Mut haben, die Innenwelt zu erforschen. Und da wiederum ist es schön, es gibt Orte, es gibt Menschen, die das machen und dann erzählen. Eigentlich fangen wir wieder an, Geschichten zu erzählen, Storys zu erzählen. Die Orte haben ihre Storys und erzählen und berichten.
und teilen die Erfahrung und wir Menschen würden wieder mehr ins Teilen kommen und würden uns dadurch mehr verbinden, mehr Vertrauen wieder bekommen ins Miteinander und uns wieder mehr unterstützen. Also das ist das, was ich von der Pferdeherde gelernt habe und von den Aufstellungen mit den Menschen, die immer wieder sagen, verbindet euch, geht den eigenen Weg, lebt eure Potenziale und erkennt, wie wunderbar ihr seid und einzigartig. Und wenn wir da so von diesen Orten unterwegs sind, uns vernetzen, uns verknüpfen, wir haben damals die Pferdeuni, ne, als du hier warst, uns vorgestellt, Visionsweg Akademie Pferdeuni, wo die Menschen hinkommen und lernen, fechten, sie lernen Sport, sie lernen tanzen und die Pferde dabei. Das fand ich so, das Bild beflügelt mich immer noch, das ist ein sehr starkes Bild. Also diese eine Pferdeuni oder Pferdeorte, Höfe, Orte, Heilungsorte, Lernorte. Das ist alles, sind tolle Themen. Ich glaube, darum geht es, dass unsere Kultur, da unsere Menschen, wir Menschen das jetzt wieder sozusagen neu entdecken und neu kreieren, die Welten neu kreieren. Ja. Das hat mir damals so schon gefallen, wie wir beide so auch so unsere Welten kreiert haben, ne? Wie das aussehen kann mit den, ja, ein altes Schloss oder eine Burg oder weiß ich nicht. Und dann da so eine Pferdeuni drin zu haben mit Land drumherum und mit den Gärten und Permakultur und so. Also, wenn es auftaucht, klingt gut. Ja, ich trage das Bild tatsächlich immer noch in mir. Ja. Das ist, weil es hat diese Vielseitigkeit, es hat diese Ganzheit. Und was mich immer noch anstrengt und traurig macht, ist, also gerade wir Pferdemenschen, dass wir noch so trennen. Also das Training muss so sein, das Reiten muss so sein, Pferdehaltung muss so sein. Aber eben, wir können mit dem Pferd wandern gehen, wir können so viel anderes noch machen. Das immer zu verknüpfen, zu vernetzen, alles das ist das Pferd, das ist die Kultur, das ist der Mensch. Das sind wir Tiere, wollte ich schon sagen, wir Menschen und Tiere. Und dass wir immer mehr wieder lernen, alles ist eins, dass wir wirklich verbunden sind miteinander. Und dann gibt es manchmal ein bisschen Stress und nach einer Woche ist wieder gut. Und ich meine, wir hatten auch unsere Auseinandersetzungen und jetzt können wir drüber lachen und wir haben die Liebe gehalten, sage ich immer. Ne? Also ich hatte meine Muster, du deine Muster. Wir haben sehr viel voneinander gelernt. Uns bereichert, uns aber auch gerieben in unseren Schwächen und Stärken. Und ich muss sagen, hey, danke für die Lektionen. Und jetzt sitzen wir hier und plaudern und es ist so schön. Und das ist, lerne ich alles von den Pferden, weil durch die Pferde bin ich mit dir tatsächlich. Cordelio war ja mit der Manjana so befreundet. Der war hier auch in der Herde und hat hier gewohnt und das war so viel Schönes auch, das trägt, also das verbindet. Und ich bin an der Stelle, wo ich sage, hey, die Pferde, die haben wissen so viel, warum lassen wir uns nicht mehr führen durch die Pferde? Weil die haben diese Weisheit, wo wir so weit weg sind. Ne? Von diesen Orten zu träumen, da, das lohnt sich, also da weiterzugehen. Das würde ich jungen Leuten raten. Hey, guckt mal irgendwie, dass ihr so Gleichgesinnte findet und erschafft Orte, findet, dass ihr wirklich euch selber sehr gut spürt. So, das ist wie eine neue Schul-Lernhaltung. Ja, also ich sehe die Visionsweg-Akademie als so einen Ort für die, so quasi die perfekte Quelle. Also es ist die nächste Lebensphase nach dem Wanderer. Es gibt den Oase-Anteil vielleicht. Ja. Dann gibt es den Anteil, wo die Wanderer quasi aufladen können und andocken können. Und dann gibt es den Anteil für die aus der Wanderschaft schon rauskommen und quasi Fähigkeiten mit einer ganz hohen Präzision ausbilden, wo sie merken, ja, das war's. Das war der Funke, den ich die ganze Wanderschaft über gefühlt habe oder der mir gekommen ist, diese ganz starken Archetypen. Und dadurch kommt auch eine höhere Qualität quasi rein. Ja. Nicht mehr quasi der Prozess ist und dieses ewige Wackeln, das ist beim Wanderer noch ganz stark, so bei mir auch. Ja. So und ich meine, was ich hatte bei euch ja wirklich sehr, sehr viel von der Visionsweg-Akademie. Wir haben schon viel
versucht zu verkörpern. Bei euch lebt ja jetzt auf dem Hof auch diese Vision da. Mhm. Ja. Und ja. Ein Stück weit so ist einfach was entstanden, also Workshops und Seminare, wo kraftvolle Dinge passieren, ich glaube, mhm. und Menschen authentisch sind. Ich glaube, darum mhm. geht es ja eigentlich. Ja, klar. Mhm. Ja. Und dann bin ich gegangen und dann gab es ein paar andere Orte, die toll waren. Und dann war ich einfach in im ganzen Gegenteil, einfach in einer ganz normalen Zimmerwohnung. Ja. Mit Heizung vor meinem Netflix-Computer und so komplett in irgendwelchen fremden Bilderwelten so raus. So. Und ich kam da erst wieder raus, als ich verstanden habe, so, ah, okay. meine Aufgabe ist es auch eine Art Seherin zu sein. Und deswegen falle ich auch so auf diese Bilderwelten so krass so rein. Ja. Weil es zieht mich, weil es meine, was ich eigentlich brauche, quasi ist ein Input visuell aus einer Sphäre, aus einer höheren. Also ja. wo Visionen entstehen. Ja. Also ich ja. ist einfach ein weiterer Archetyp, den ich verkörpere. Mhm. Und deswegen, wenn sozusagen so ich noch den letzten Strohhalm greifen kann, so dann greife ich nach diesen und mir so eng, ja. Ja. greife ich nach so einer visuellen Welt. Mhm. Und ich glaube, diese Erfahrung, ganz weit weg zu sein von dem, was ich geträumt habe, was ich für euch geträumt habe, wo ich dachte, so, wenn ich jetzt loslaufe, dann bam, wandern eine Gemeinschaft und wir werden der perfekte Kreis unter einem Waldtempel und alles wird magisch und wir trommeln die ganze Nacht am Lagerfeuer und die Tiere weiden und ja. sind rund und glücklich. Das sind sie übrigens. Also Wanderschaft als Tierhaltungsform. Ist super, ne? Ja. Tiere, Muskeln ja. sind perfekt. Mhm. Ernährung ist perfekt. Mhm. Wenn du mehrere Tiere hast, Herdengefühl ist perfekt. Mhm. Also, genau. Aber von da, von diesem, so wo schon im Keim spürbar ist, was die Vision ist, ja. zu einem, also nicht in die perfekte Vision rein, sondern quasi nochmal ins ganze Gegenteil. Also mhm. So, wo man nichts mehr hat. Und dieses Nichts ist, glaube ich, ja. Gehört dazu. Gehört total dazu für jeden, ja. für jeden Prozess. Ja. Ja, wow. Mhm. Ja. Und gleichzeitig so sind das, haben jede Wanderschaft, jedes Jahr davon hat mehr Geschichten, als ich davor in meinem ganzen Leben erlebt habe, weil es einfach keinen geregelten Alltag gibt. Mhm. Und dann ist es so interessant, dass sobald ich einen geregelten Alltag habe, ich wie alle Geschichten vergesse. Also sobald ich halt komplett in so einer Einsamkeitshülle bin und zu wenig Freunde habe oder so, oder die mich alle schon ganz gut kennen, so wie weg und nicht mehr wichtig. Mhm. Und dann denke ich so, okay, das ist einfach nur eine andere Stufe und aus diesen ganzen Pendelbewegungen wird sich irgendwann eine Mitte ergeben, die dann ich wirklich bin. Aber die kann ich jetzt noch nicht greifen und halten. Mhm. Vielleicht in einem Jahr. Ja. Dann kommt was Neues dazu. Genau. Ja, ich glaube, die Balance zu finden, das ist immer auch der Tanz. So. Mhm. Dass es wirklich darum geht, Erfahrung zu machen außerhalb hier und einzusammeln und immer wieder neu zu ordnen, immer wieder neu zu zentrieren und auszubalancieren. Das ist das Leben. Dann gibt es größere Dinge, größere Geschichten, kleine Sorgen, große Sorgen und das wechselt immer ein bisschen ab und dann die Kunst ist immer irgendwie die Zentrierung, ne? Wie immer wieder in die Mitte rein zu pendeln. Mhm. Mhm. Ja, und wir alle wünschen uns ja immer diesen perfekten Rahmen. Mhm. Und das ist so unsere Sehnsucht, auch bei der Pferdearbeit so quasi. Aber wenn wir die perfekte Lehrerin haben, perfekte Reithalle, der Rahmen, einfach stimmt, das stimmt, alles kann ich mir leisten, was ich will, der Sattel, der Traumsattel ist endlich da. So. Oder ich, mein Körper quasi, ich habe meine persönliche Yoga-Lehrerin, die mir alle Tipps gibt und meinen Philosophie-Professor, mit dem ich, also keine Ahnung, ich glaube, so braucht man es jetzt nicht, aber halt, ich habe meine Gemeinschaft und irgendwie gutes Bio-Essen und keine Ahnung, solche Träume und irgendwie halt ein bisschen Anleitung halt schon noch so. Mhm.
Dieses perfekte Rahmending ist so, ist halt so eine Wanderschaft Sehnsucht, die so auf die nächste Phase hinausdeutet. Und ich glaube, erst ab der nächsten Phase kann man es dann selbst halten. Davor ist es Ja. irgendwie gefühlt für mich ganz, ganz schwer. Und ja, vielleicht muss der Rahmen in dieser Lebensphase einfach auch nicht perfekt sein. Und dieses ist ein inneres und äußeres Wandern. Das ist halt die Sache. Ich glaube, viele Menschen geben aus dieser Rahmensehnsucht, geben sie die Wanderschaft auf und sagen, ja, es ist nicht der perfekte Rahmen, aber es ist irgendwie bequem und gut. Und viele Unistädte sind so perfekte Oase-Rahmen. Und du denkst so, wow, ich bin, habe großen Respekt. Hier ist Unisport, der sehr, sehr gut ist. Viele soziale Gleichaltrige, also Peer Group, viel Räume für sinnliche Erfahrungen, für alternative Medizin-Sachen. Ich habe großen Respekt für die ökologischen Szenen, so in Unistädten. Und gleichzeitig Wanderschaft findet dann, glaube ich, eine Stufe später statt. Dann, wenn du die Uni wieder verlässt, diese perfekte Oase, diesen Rahmen. Und ja, es wäre schade, wenn Menschen quasi für, ich ziehe mein Studium durch, die Wanderschaft verpassen. Ist mal eine ganz andere Perspektive, aber ja, ich glaube, Ja, morgen hat manche holen das erst sehr spät wieder nach. Also sogar Menschen in meinem Alter gehen dann erst und machen dann noch mal Erfahrungen. Also meistens Uni und dann rutschst du in diesen Beruf und gleitest da rein und bist da erst mal wie und irgendwann wachst du auf und bist im Burnout vielleicht und hast es nicht gemerkt und dann kommt die Krise und dann musst du nach innen gehen und verspätet deine Wanderschaft machen. ja. Ich glaube, das geht einigen so und man kann natürlich viel den Menschen wünschen, dass sie das nicht zu spät machen. Dann, wenn der Ruf kommt, würde ich sagen. Also ich Ja, ja, muss wirklich ja. Es dran kommt, sein. wenn es kommt. Ne, da kann man auch, ja, Einfach das, mit der Demut von vor der ja, Lebensführung. ja, ja. Und ich hatte halt diesen Ruf viel, super früh. Ich würde fast sogar sagen, zu früh. Aber also ich darf, weiß nicht, ob es zu früh gibt, aber das, wie mein Ruf mich ruft, macht mich halt zu so einer, ja, zu so einer Kämpferin quasi, so einem, auch so einer Vorreiterin. Ne? Es macht mich zu dem, was ich bin. Dieses, ich gehe einen Weg, der ganz anders ist. Ich gehe nicht den einfachen Weg. Ja, nee. Ja, ich komme jetzt, treffe jetzt viele Menschen, die sind dann gleich alt wie ich, haben einen anderen Weg gegangen und ich dachte so oft so, wow, was die jetzt schon an Rahmen und Festigkeit kreieren können für sich, da bin ich ja schon ein bisschen neidisch. So. Also wie auch was für eine Kraft das hat, einfach zu sagen, so, ha, ich lasse die Ausbildung fertig oder gewisse Sicherheit und Erdung das auch irgendwie schenken kann. Und ja, oder auch ein bisschen Mobilität, also ohne Auto in der Wohnung und so unmobil und so gefroren, war halt echt ein gefrorener Zustand. Obwohl da viel Liebe war, so an dem Ort. Nur ich konnte es nicht, die Türen nicht aufmachen. Und da Schön. andere Flow-Gefühle. So. Ja, klar. Ja. Ja, vielen Dank, liebe Sarah. Wir könnten noch weiter quatschen, aber wir bringen das jetzt hier erstmal zum Ende. Und vielen Dank für den Austausch und deine Geschichten. Ja, genau. Also man kann meinen Geschichten auch auf Facebook weiter folgen. Manchmal mache ich auch Sachen auf Instagram. Da ist aber nicht so viel Text dann dabei, sondern mehr die Bilder oder mehr die Texte, die Inhalte, die Geschichten. Genau. Ich habe noch eine Idee entwickelt, nämlich das wilde Stipendium. Da geht es darum, dass quasi junge Menschen, die es jetzt nicht leisten können, auf Wanderschaft zu gehen oder diese Ausbildung zu machen, wo sie herausgefunden haben, das ist der Punkt, um den es bei mir geht. Die sagen können, okay, ich brauche einen Kreis um mich herum, einen Hütekreis, der mir monatlich jeder 20 Euro gibt und dadurch ist es dann möglich. Und so einen habe ich auch, so einen Hütekreis.
um halt Wanderschaft zu ermöglichen, weil die Gesellschaft ist auch gar nicht darauf eingestellt, quasi Wanderschaft gerade auch finanziell zu ermöglichen. Ja, klar. Und gerade mit Tieren kommt man um das Geld auch tatsächlich wenig herum. Also im Sommer habe ich fast keine Ausgaben, außer für Ausrüstung. Auch mit den Tieren, das ist echt sehr schön. Und im Winter ist es dann, weil halt kein Rahmen, keine Routine steht, sehr, sehr teuer. Ja, schön. Und genau, dann, da kann man mich auf Patreon finden. Und wer selber ein Wildstipendium machen möchte, kann mich auch gerne kontaktieren und ich helfe beim Organisieren und beim Überlegen, wie man quasi diesen kleinen Rahmen für sich gestalten kann, dass man, ja, dass diese Hürde zum Losgehen irgendwie gemindert wird. Schön. Ja, voll schön, dass du das machst. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, voll schön. Ja, deinen Namen, deine Adresse, ja, Adresse hast du nicht wirklich, aber wir setzen hier einen Link, wo man dich noch finden kann, dass wir den Namen, schreibe ich hier nochmal drunter unter dem Video. Und ja, ihr jungen Menschen, fühlt euch durch Sarah motiviert und ermutigt, euren Weg zu gehen, auf Wanderschaft zu gehen und die Magie des Lebens zuzulassen. Wirklich nach innen zu forschen und gucken, spüren, fühlen, was ihr wirklich, wirklich wollt, was jetzt dran ist, bevor ihr zu sehr in eine Festigkeit euch bequemt oder hineinspinnt, wie auch immer. Und wenn Struktur gerade das Bedürfnis ist, es ist da. Ja, alles. Und dann kommt der Ruf irgendwann wieder. Sag nochmal so, hey, hallo, hier ist Hallo, da war noch was, wollen wir nicht. Ach, ja, schön. Und ich sehe halt in diesem Wanderschaftsthema wirklich auch die Rettung der Erde. So, weil wenn wir alle Älteste werden, und das ist ja das höhere Ziel, ich gebe mich in diese Lebensphase, dann kann ich die nächste Lebensphase gehen, dann kann ich dieses Rad quasi, den Zyklus kann ich dann auch wirklich zyklisch leben. Das ist ja so, was mir, glaube ich, das höchste Anliegen ist. Also klar, die Zeit mit meinen Tieren verbringen, ist mir auch ein sehr hohes Anliegen. Und dann halt dieses so, mein Leben wirklich nach diesem zyklischen Prinzip zu leben. Und wenn wir alle irgendwann auf diese Stufe der Ältesten kommen, dann können wir die Gesellschaft mit ganz anderen Kräften transformieren. Ja. Und den jungen Menschen ganz anders, mit ganz anderen Kräften auch helfen und ganz anders Wertschätzung erfahren. Ja. Und wir können die Natur ganz anders, größer denken und wahrnehmen. Also es ist alles viel einheitlicher dann aus so einer ältesten Perspektive, würde ich sagen. Wir können versuchen, dahin zu denken, aber also ich gehe dann einen Schritt zurück und sage so, hey, ich bin da noch nicht. Und meine Aufgabe ist es gerade, Wanderschaft zu Ende zu bringen. Und die nehme ich gern an, die Aufgabe. Schön. Danke. Vielen, vielen Dank.